Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar das Hardware-Video zur Alarmanlage, zum Alarmsirene von Devolo. Ich habe eben mit euch schon den Wassermelder ausgepackt, habe euch gezeigt, was damit drin ist. Jetzt, und wir haben es uns angeguckt, also Hardware-Video, jetzt packen wir den hier aus. Ich mache euch mal runter und nachher werde ich den dann mit meinem Home Control Center verbinden. Und wenn der mit meinem Home Control Center verbunden ist, dann mache ich auch noch ein Video, um euch zu zeigen, wie das mit dem Wassermelder funktioniert und dass es wirklich funktioniert, wie es funktionieren soll. Ach, ich habe es heute mit Verpackung. Wenn ihr natürlich schon die Sirene habt und das Wasserteil haben wollt, dann braucht ihr natürlich nur das Wasserteil euch kaufen. Der ein oder andere hat vielleicht die Sirene ja schon im Home Control Center verbaut, wegen Einbruchsdiebstahlschutz und so. Was haben wir denn noch alles hier dran? So. So, wir haben erstmal haben wir hier eine Tüte mit einem USB-Kabel. B steht hier drauf, weil das ist bestimmt zum Laden, oder wir müssen den direkt immer die ganze Zeit angeschlossen haben. So wie der aussieht, also muss man sich noch einen Wandadapter dann kaufen. Ich werde ihn einfach bei mir an eine Steckdose machen oben. Vom Styling her wieder Devolo, weiß, so ein bisschen glänzend, so, wie heißt der, Klavierlack. Oh, müsst ihr mal gucken, da unten steht auch wieder Devolo. Das finde ich immer ganz wichtig, ich finde toll. Das ist auch kein aufdringendes Logo. Das ist ein kleines, schönes, schnuckliges Logo. Und hier oben ist dann nochmal ein Löchlein, hier seht ihr das. Das ist praktisch die Sirene. Und auf der Rückseite, da kommt da oben der Stecker rein. Das werde ich euch auch gleich mal demonstrieren. Dann könnt ihr euch das nämlich verlegen. Der Wandadapter ist vielleicht so ja schon damit bei. Ich werde mal hier den Karton aufmachen. Bei Devolo denkt er meistens immer an alles. Und ich habe recht gehabt. Typisch Devolo-Light. Devolo denkt an alles. Wir haben noch einen weißen Wandadapter. Werde ich mir denn doch im Flur machen. Dann kann ich mir das hinten, ich habe ja oben eine Steckdosenleiste, da wo die Fritzbox ist, über der Tür. Da kann, ist noch Steckplatz frei, da kann ich das gemütlich ranklatschen. Und da kann es dann schön tröten. Also schön Echo im Flur, wenn ihr da trötet, dann trötet das wirklich in der ganzen Bude. So, und dann müssen wir das hier erstmal ranfummeln. Mit dem Ranfummeln habe ich es immer so. Bin da so ein bisschen trampelig. Aber ich habe es geschafft, glaube ich. Ja, ich habe es geschafft. So, und dann können wir den Kabel jetzt hier reinlegen. So, und dann können wir das an der Wand verbauen. Der Kabel geht hier runter, kommt hier unten raus. Seht ihr das? Und ist auch schön lang. Dann können wir das einfach an den Wandadapter machen. So. Und dann können wir das in die Steckdose machen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt nicht zum Kleben, aber wir haben hier Schrauben mit bei. Und wir können dann praktisch auch an die Wand schrauben. Ja. Und der hat natürlich Funk drin. Der wird sich automatisch mit meinem Home Control Center verbinden, also nicht automatisch, muss ich dann dazu fügen.
Wartet mal, ich muss mal kurz das Mikrofon auf den Tisch legen. Ja, jetzt ist die Steckdose nicht an. Die war nämlich nicht an hier hinten. So. Ist an. So. Bisschen viel Kartons hier. Und sie leuchtet jetzt schon rot. Sie ist. Sieht aus, als wenn sie scharf wird. Seht ihr das, dass sie da leuchtet? Und hier oben auch. Wenn ihr das seht, hier oben befinden sich praktisch zwei LEDs. Ich werde mal ranzoomen, dass ihr das besser sehen könnt. Hier oben befinden sich zwei und eine hier unten. Das heißt, wenn ihr die so anbaut, ihr seht es halt unten an der Wand und nach oben auch wegstrahlend. Die werde ich jetzt gleich mit meinem Home Control Center verbinden. Mal gucken. Blitzangebot, Wunsch. Naja. Ich habe ja die Devolo Apps eigentlich alle drauf. Cockpit. Net, Devolo, WLAN, My Devolo. Vielleicht können wir das ja gleich mal machen. So. Ich versuche mich mit meinem Devolo zu verbinden. Yep, Home Control Center. Wohnung. Steht eine Aktualisierung für Ihr Home Control Center zur Verfügung? Möchten Sie dieses? Ja. Das Update wird durchgeführt. Bitte warten. Gut, hat sich erstmal erledigt. Ich muss erstmal mein Home Control Center updaten. Das macht er automatisch. Das läuft auch immer ganz rucki zucki. Kann man echt nicht meckern. Und was ich geil finde ist, für die Leute, die kein Home Control Center haben oder von Devolo noch nicht haben oder so. Dieses Home Control Center, ach, jetzt zeige ich so einen Ladebalken. Das Home Control Center, ich kriege eine E-Mail auf mein E-Postfach und sagt, dann steht dann drin, ey, morgen kommt ein Update in der Zeit von dann und dann. Und dann wird mein Home Control Center ja updated. Beziehungsweise manchmal muss ich es halt selber auch noch bestätigen, wenn mehrere Sachen mit updated werden, aber es läuft auch rucki zucki durch. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich würde jetzt die Alarmanlage erstmal, die Alarmsirene erstmal mit meinem Home Control Center verbinden. Ich würde den Wassermelder würde ich mit meinem Home Control Center verbinden. Da geht dann ein bisschen schneller. Dann kann ich auch gleich die Richtlinien, wenn A, mach B, festlegen. Und ja, dann kann ich euch das gleich auch vorführen. Im Hardware-Check. Bis dahin bin ich erstmal weg. Ahoi. Sagt euer Odin. Ach, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis dann. Ahoi. Sagt euer Odin.